Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Folge Meisterliga. Es tut mir natürlich leid, dass in den letzten Tagen kein Video erschienen ist. Das lag einfach daran, dass die letzte Woche sehr, sehr hektisch bei mir war und das sehr, sehr kräftezehrend war. Letzten Endes gibt es heute aber zumindest das Finalspiel gegen den AC Mailand des Europa League-Wettbewerbes. Und das wird auf jeden Fall mal so die spannendste und wichtigste Partie der gesamten Saison werden. Ja, und dementsprechend wissen wir ja mit Mailand, dass das ein starker Gegner ist. Da haben wir Balotelli und Adriano vorn drin und wissen, dass das eben Stürmer sind, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Es wird gleichzeitig auch so ein bisschen die Versöhnung mit den eigenen Fans sein, denn nachdem wir ja im Halbfinale des DFB-Pokals ausgeschieden sind, heute vielleicht mal die Möglichkeit, seit 1997 mal einen internationalen Titel wieder mit nach Hause zu holen. Ja, und dementsprechend starten wir auch mit einer ganz guten ersten Elf. Ayhan wird auf der 6 eingesetzt. Goretzka bekommt erstmal den Vorzug vor Casemiro. Und dann sieht das insgesamt völlig in Ordnung aus. Sané werde ich auf jeden Fall nochmal reinbringen, dann zu späterer Zeit. Huntelaar trifft ein weiteres Mal auf seinen Ex-Club. Und ja, es wird ein K.O.-Spiel sein. Es ist auf jeden Fall eine richtig gute Konstellation im St. Jakobspark. Schalke gegen Mailand vor natürlich ausverkauften Läden. Und das ist der Cup. Das ist der Europa League-Pokal, um den es hier heute gehen wird. Und natürlich werde ich zu diesem wichtigen Anlass einfach mal, weil ich es kann, die Einlaufszenen hier durchlaufen lassen. Und ja, die richtig geniale Atmosphäre hier aufsaugen. Sehr schön, und mit diesen Bildern geht es dann auch direkt in die Aufstellung. Und wenn man sich das anschaut, wir haben ja eigentlich eine extrem junge Truppe da vorne drin. Also Meier, Kostic, selbst Kostic und Casemiro sind ja auch nicht die, ja, die Ältesten bei uns im Kader. Und auf der anderen Seite hat man eben mit dem AC Mailand Spieler wie Alex, Spieler wie Balotelli, Adriano, Nigel de Jong, die einfach schon extrem erfahren sind. Zapata, Honda, alles erfahrene Spieler. Und das ist auch so ein bisschen das Spiel der beiden Generationen. Die Doppelspitze von Mailand wird uns wahrscheinlich hier und da auf jeden Fall ein bisschen einengen, denn ja, Balotelli und Adriano 90 Minuten abstellen ist dann doch eine riesen Herausforderung für uns. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir zumindest mal vielleicht eine gute Anfangsphase erwischen. Das war mal die erste Foulaktion von Honda an Goretzka. Erster Ballkontakt von Mailand, direkt das Foul gezogen. Ja, und es wird spannend zu sehen, ob wir vielleicht mit den ganzen jungen Spunden da im Kader gegen die erfahrenen Hasen hier irgendwas reißen können. In vor allem so einem wichtigen Spiel. Also da ist ja natürlich so ein Finalspiel natürlich nochmal ein bisschen was anderes als ein reguläres Gruppenspiel. Und deswegen wäre es schon mal. Oh, der kommt gut an. Schöner Ball auf Huntelaar. Oh, das hätte er jetzt nutzen müssen, ey. Wahnsinnig gut gespielt. Der Pass von Sam auf Huntelaar war ja gigantisch. Und Huntelaar zieht leider direkt auf den Torhüter. Gute erste Szene von uns. So, Mailand macht das Spiel schnell. Will natürlich schnell in die Spitzen spielen.
Und gerade bei den hohen Bällen müssen wir eben aufpassen. Das ist ja immer so eine Sache gewesen in den letzten Spielen, wo unsere eigene Verteidigung sehr viele Probleme mit hatte, das zu verteidigen. Das hat gerade geleckt, aber es gibt ein Foulspiel. Wird gepfiffen an Huntela von Alex. Das war ein Foulspiel? Okay. Gut. Freistoßsituation von Eiher natürlich. Das wird eine Sache für den jungen Schalker sein. Mal schauen, ob die gut kommt. Ja. Ja. Gibt zumindest die Ecke. In die Mauer gedroschen. So, Ecke von Eiher natürlich auch getreten von ihm. Bisschen zu kurz. War Huntela schon mal gut gestanden. So, Kolasinac. Sucht da jemanden, den er anspielen kann. Kostic lauert da. Will sich aber auch irgendwie befreien. Findet aber keinen gescheiten Mitspieler. Dann ist es einfach zu eng da hinten drin. Also, dann wird da mit Mann und Maus verteidigt von Mailand. Und daraus resultiert dann einfach der Fehlpass. Und ja, also Mailand will das auf jeden Fall dann im Konter abschließen und sehr, sehr schnell über wenige Pässe dann auch zum Abschluss kommen. Und wir beißen uns momentan so ein bisschen fest da hinten drin. Weil keiner so richtig in die... Oh, es wäre ein schöner Ball gewesen von Meier. Wäre der nur angekommen. Das macht das gut gegen Balotelli. Wichtig, dass auch der Kapitän heute natürlich präsent ist und auf dem Platz steht. Alex gegen Meier. Gefühlte 15 Jahre. 15 Jahre dazwischen. Wir laufen schon mal ganz gut an. Kommen eigentlich auch meistens ganz gut bis zum 16er. Und dann wird es ein bisschen schwierig. Weil Mailand dann einfach die Schranke zumacht. Und nach vorne hin ist das bis hierhin zumindest relativ eintönig und absehbar, was der AC hier veranstaltet. So, Kostic kann mal reingehen. Wird nämlich so nicht angegriffen. Ist ein guter Abschluss. Ja, warum denn nicht? War auch nicht so einfach für Diego Lopez. War aber noch mit den Handschuhen dran. So, nächste Ecke von der anderen Seite. Na, die kommt zu kurz, vermutlich. Ja. Ist auch nicht so einfach mit dem Time, finde ich. Also, es ist sehr, sehr schwierig, da die richtige Länge zu finden. So, langer Ball mal wieder auf Balotelli. Prallt da, glaube ich, an Höwe das ab? Oder an Weltmann? Nein, es war sogar... Gibt sogar einen vor uns, siehst du? Sieh mir einer an. So, ja, was soll man sagen? Also wir haben die Abschlüsse. Kommen ab und zu ganz gut vor. Sind noch ein bisschen schwierig darin, in den letzten Pass einzusteigen. Der dann auch zum Abschluss führt. Aber sind auf jeden Fall mal die spielstärkere Mannschaft. Erkennt man, denke ich mal, ganz gut, dass wir hier... Also wir sind auf jeden Fall nicht chancenlos. Das möchte ich damit zum Ausdruck bringen. Wir haben auf jeden Fall hier gute Möglichkeiten, den ersten Treffer zu landen. Und Mailand macht das konsequent weiter mit diesen langen Bällen. Also das ist... dann auch bis hierhin wirklich einfach zu verteidigen. Spielt uns so gesehen auch nur in die Karten. So, schöner Doppelpass. Weltmann, die Flanke ist gut. Oh, die war gut. Und dann ist da der erste Treffer kurz vor der Pause. Sehr, sehr guter Zeitpunkt für uns. Und der Hunter. Ah, klasse Abschluss. Das war jetzt wirklich ein perfekter Angriff. Sehr, sehr gute Flanke rein. Und dann der Abschluss, aber Volley genommen. Brillant gespielt.
Kam jetzt ein bisschen überraschend. Eingehalten mit diesem doppelten Doppelpass. Weltmann kommt da durch, bringt die Flanke da auf den kurzen Pfosten. Und Diego Lopez, ja, kommt dann eben auch mit der Hand nicht mehr hinterher. Zu schlechte Reflexe, der Junge. Und so steht es 1:0 kurz vor der Pause. Und das ist ein super, super wichtiger Zeitpunkt. Und es ist auch auf jeden Fall so gesehen an den Chancen gemessen verdient, die Führung zur Halbzeit. Mailand brennt hier definitiv nicht die Hütte ab. Hat keine Möglichkeit, dann auch zum Abschluss zu kommen. Ralf Fährmann war eigentlich nicht wirklich am Spiel beteiligt, am Spielgeschehen. Und dementsprechend ist das eine 1:0 Führung, die man guten Gewissens so auch auf dem Papier nachher dann ansehen kann, falls es dabei so bleiben sollte. Nastasic macht das richtig stark im Zweikampfduell gegen den Brasilianer. Und wir haben eigentlich auch im Mittelfeld Zugriff und das gefällt mir insbesondere. Denn das war eine schöne Situation. Wieder eine Flanke reingelegt. Oh, diesmal kam die auch nicht schlecht. Leider aber ein bisschen zu lang gespielt. Er macht eine gute Partie. Ist da auf jeden Fall mit sehr viel Tempo zu Werke auf der rechten Seite. Gefällt mir. So, da müsste jetzt Meier hin, kommt aber nicht mehr. Jetzt könnte es mal gefährlich werden, aber Balotelli wird gestellt von Nastasic, der auch in der Verteidigung genauso wie Höwe das heute wirklich wachsam ist und auf jeden Fall auch immer dann in den wichtigen Zweikämpfen da ist, wenn er gebraucht wird. So, Eihahn auf Meier. Und das war gut verteidigt. Langer Ball raus auf Balotelli, auf den Flügeln unterwegs diesmal. Und das, ja, kann man so verteidigen, wenn man die Klasse hat. So, Sam hat Platz da, ist jetzt wieder sehr viel. Also, Mailand lässt über die Flügel speziell, über die rechte Seite aber mal ziemlich viel zu. Das ist auf jeden Fall gut für uns. Goretzka, oh, und der ist drin. Ja, da ist es doch. 2:0. Super Tor. Aber auch ein Treffer aus dem Nichts irgendwie. Mit ein bisschen Glück kann Diego Lopez denn dann endgültig nicht halten. Und Goretzka endlich mal mit einem Treffer. Meine Güte, wie freut es mich für den Jungen, der immer so viel ackert bei uns im Mittelfeld, der die Bälle abfängt, der immer meistens nicht mit dem Abschlussglück gesegnet ist und dann aber hier in so einem wichtigen Spiel dann auch mit dem nötigen Glück dann, ja, den Treffer einheimsen kann. Schönes Ding, 30 Minuten vor Schluss und das könnte jetzt auch vielleicht der wegweisende Schritt gewesen sein, um hier dann auch diesen Sieg heimzufahren. Und wir waren bis hierhin auf jeden Fall einfach die bessere Mannschaft, haben auf jeden Fall mehr nach vorne bewirkt, haben uns gut vorkombiniert und naja, im Prinzip genau das, was Mailand hier nicht versucht hat. Das ist immer noch nach wie vor so ein bisschen das nach vorne gekloppe. Da musst du jetzt mal da sein im Zweikampf, das war geschickt gemacht von Nastasic, der hier den Einwurf rausholt. Ah, da wollte ich schnell rausspielen. Gut, dann wechseln wir mal. Haben wir noch ein paar Minuten übrig und dementsprechend wird, wie gesagt, Sané hier reingeworfen. Und die Santo könnten wir auch nochmal belohnen mit einem Einsatz, genau. Und dann werden wir noch Casemiro reinwerfen. Im Wechsel dann mit Goretzka, dass eben Goretzka die etwas offensivere Rolle übernehmen wird. Oh, das war ein Fehlpass. Das war nicht gut. Wir wollen es ja nicht in den letzten Minuten nochmal spannend machen. Auch wenn das
ja, typisch Schalke wäre. Ah, das war ein Foulspiel. Gibt aber Vorteil. Dann ließ es enden, ja. Kann man definitiv klüger zu Ende spielen. Und dann wird's gefährlich. Denn Adriano kommt da vors Tor. Oh Mann, das ist die erste wirklich gefährliche Situation. Resultierend daraus, dass wir das Foul nicht bekommen und der Schiri Vorteil weitermacht. Und wir es dann verdatteln. Dann geht's mal schnell und dann zeigt eben Milan seine Klasse. Balotelli dadurch und gibt dann mit dem Außenriss den Ball rein auf Adriano. Und dann ist Ralf Herrmann geschlagen. Zum allerersten Mal muss er hier eingreifen und dann direkt auch den Ball hinter ihm aus dem Netz holen. Das ist ein bisschen frustrierend jetzt gerade. Hätte nicht sein müssen. Aber so bleibt es zumindest ein bisschen spannend. 2-1, noch 15 Minuten zu spielen. Natürlich würde es bei einem Unentschieden. Okay. Nix hier unentschieden. 3-1. Leroy Sané. Ah, das war gut, ey. Ich wollte gerade davon reden, dass es natürlich bei dem Unentschieden in die Verlängerung gehen würde. Und dann, falls dort in der regulären Spielzeit kein Sieger feststeht, natürlich Elfmeter schießen hier. Die Konsequenz wäre aber durch ein 3-1... Durch eine super Angelegenheit, Positionsspiel, super Flanke auch von Sam auf Sané, der hier eingewechselt wird und sofort auch zur Stelle ist. Dann, dass er dann das 3-1 macht. Super. Klasse Leistung. Alten 2-Tore-Vorsprung wieder zurückgearbeitet. Und jetzt könnte es nochmal spannend werden, denn jetzt muss Milan hier wirklich auf Risiko gehen. Und dann gibt es logischerweise als Konsequenz auch die ganzen Räume da vorne drin. Okay, das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Klettert zur Ecke. Und da müssen wir aufpassen. Da ist die Ecke. Ralf Herrmann steht aber da. Kein guter Abschluss dementsprechend. Eine Situation, die erstmal nicht so gefährlich war. So, Kolasinac geht da voran mit großen Schritten. Und Sané hat, wie gesagt, den gerade eben beschriebenen Raum da auf der linken Seite. Schöner Ball rein! Oh! Und das war eine gute Direktabnahme von Di Santo. War auch technisch gut gemacht. Und Diego Lopez bekommt da gerade eben noch so die Hände hoch. Und da ist er völlig frei, Di Santo. Und dann macht er ihn nicht. Nächste Möglichkeit. Zwei Riesenchancen von Di Santo innerhalb von nicht mal ein, zwei Minuten. Und er nutzt die Möglichkeiten nicht. Ah, das gibt's doch nicht. Das wäre es jetzt gewesen. 4-1 hier gegen Mailand im Finale zu gewinnen. So, schöner Fehlpass auf Ayhan. Schöner Ball raus auf Sam. Flanke, Di Santo wird aber gut gedeckt erstmal. Oh, und das war hartes Einsteigen von De Jong. Und dann geht es wieder schnell in die andere Richtung über Adriano und über Nastasic, der überrannt wird. Und eine wirklich Weltklasse-Grätsche. Ja, also wir verteidigen hier auf jeden Fall im Kollektiv. Wenn es dann mal einen Zweikampf gibt, den wir verlieren, dann ist das insgesamt... Oh, und Sam ist nicht mitgelaufen, ey. Dann ist das insgesamt eine richtig gute Abwehrleistung heute. Und den kannst du rauslassen, Herrmann. Ja, dann wird das jetzt 4 Minuten Nachspielzeit.
noch ein paar Sekunden geben und dann müsste gleich der Pfiff ertönen. Ja, schade, kommt nicht durch. Jawohl! Und da haben wir es. 3:1 gewinnen wir hier das Endergebnis und wir gewinnen heute den ersten großen internationalen Titel, den Europa Cup. Und die Spieler sind echt alle aus dem Häuschen. Klar, Mailand ist ein bisschen traurig, aber es war, wenn man die Spielweise betrachtet, auch einfach dann zu wenig, wenn du den Europa League Cup-Wettbewerb gewinnen möchtest. Auf der anderen Seite stehen hier Schalke, die hier den Henkelpott mit nach oben in die Luft reißen. Und wir feiern uns, das Konfetti fliegt runter. Und es ist einfach eine wichtige Partie gewesen, die wir nochmal für uns entscheiden konnten und dementsprechend den Fans das zurückgeben konnten, was zumindest mal das Mindestziel war in dieser ersten Saison. Wir haben gute Spiele gehabt, wir hatten weniger gute Spiele, wo wir auch mal dann in die Bredouille gekommen sind, aber insgesamt ist das eine Saison gewesen, die ja Bundesliga technisch, aber auch international richtig gut war. Wir haben uns gut präsentiert, haben immer die Ziele erreicht, die uns dann letzten Endes auch ausgegeben worden sind. 3:1 ist das Ergebnis hier und wir holen den Europa League Cup. Ich kann es gar nicht genau fassen. Ja, drei Möglichkeiten gab es dann auch aufs Tor von Ralf Fährmann heute. Huntelaar mit der ersten Bude grandios abgeschlossen. Sané dann auch direkt da zu sein und den Sack zuzumachen. War eine super Leistung. Großer Kampfgeist. Und auch sportlich einfach die bessere Mannschaft. Und dementsprechend ist das ein souveräner Sieg gewesen. Heubier entwickelt sich weiter. Auf 78 gestiegen. Das ist super. Freut mich, dass der Junge, auch wenn er verletzt ist, sich konstant weiterentwickelt. Und Sané hat die Fähigkeit erster Schuss perfektioniert. Huntelaar bekommt auch die Fähigkeit erster Schuss. Ja, und dann war das heute mal, ich denke mal, eine richtig gute Partie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr die Folge, die Episode gemocht habt, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und dann gucken wir mal, wie das nächstes Mal weitergehen wird gegen Bayern München. Das dann auch gleichzeitig unser letzter Spieltag sein wird in dieser Saison. Wir werden ja nicht mehr Erster werden. Wir werden ja auf dem zweiten Platz bleiben mit einem guten Abstand zu Wolfsburg und Gladbach. Und wir werden insgesamt mit einer Leistung hier rausgehen, die auf jeden Fall zufriedenstellend ist. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal dann gegen die Bayern. Bis dann. Ciao.